Schon heute werden 72% des Stroms in Bad Hindelang durch Wasserkraft erzeugt. Hinzu kommen 7% Solarenergie. Für die Zukunft plant der Gemeinderat vor allem einen Ausbau der Wasserkraft. Unser Ziel ist, wir wollen das auch selber in die Hand nehmen, energieautark werden. Und derzeit, das ist ja allgemein bekannt, laufen Untersuchungen im Hintersteiner Tal, ja im Naturschutzgebiet, ein weiteres Wasserkraftwerk zu erzeugen, sodass das Ostrachtal zu 100% energieautark wird. Wenn Bad Hindelang seinen Strombedarf selbst decken kann, dann ist jedoch nur ein Schritt zur CO2-Neutralität gemacht. Auch die Heizungen der Gemeinde müssen CO2-neutral werden. Für 36% der Heizungen in der Gemeinde gilt das schon heute. 64% der Heizwärme werden jedoch noch mit Öl erzeugt. Dieser Wert soll sinken durch den vermehrten Einsatz von Holz als Brennstoff. Dabei gibt es allerdings noch einige offene Fragen. Wie erschließbar sind die Hänge? Kommt man an das Holz ran? Das sind eher so hier die. Und natürlich die Sanierung der Gebäude. Also das ist mit eins aus unserer Sicht der wichtigsten Sachen, weil da einfach die Bevölkerung mitziehen muss. Die Gemeinde will in Zukunft die Bürger motivieren, durch Sanierung von Gebäuden Energie einzusparen. Ein mögliches Modell dafür hat das Energieteam bereits entwickelt. Es geht um, dass man hier zum Beispiel in Bad Hindelang eine Quartiersanierung installiert. Also dass man eine von der KfW-Bank geförderte ein Gebiet festlegt und einen Quartiermanager hier installiert, der dann die Sanierung dieses Gebiets quasi betreut, die Leute betreut, hier ein Konzept erstellt. Die Sanierung würde für alle Häuser des Quartiers von einem Fachmann geplant. Die Eigentümer bräuchten nicht selbst zu planen und könnten sich darauf verlassen, dass die Sanierung ein Erfolg wird. Wenn es gelingt, in Bad Hindelang CO2-neutral zu heizen, dann bleibt jedoch ein weiterer Faktor übrig: der Straßenverkehr. Dass sich die Emissionen des Straßenverkehrs bis 2030 deutlich senken lassen, das ist nicht abzusehen. Doch laut Energieteam steht das der CO2-neutralen Gemeinde nicht im Wege. Wir müssen diesen gesamten, dem Straßenverkehr zugehörten Energieverbrauch, müssen wir über Wärmeeinsparung, über Produktion von Strom, müssen wir den quasi dann kompensieren. Im Klartext, eine Überproduktion an Strom in Bad Hindelang soll rechnerisch die CO2-Emissionen des Straßenverkehrs ausgleichen. Die Luft wird in der CO2-neutralen Marktgemeinde also nicht besser, die Verkehrsabgase bleiben. Trotzdem sieht man in Bad Hindelang einen Nutzen in der rechnerischen CO2-Neutralität. Also Tourismusgemeinde, dieses Aushängeschild, wir sind CO2-neutral. Ich denke, da sind mittlerweile viele Leute, die da intensiv drauf schauen oder halt schon drauf schauen und sagen, hier Qualitätsmerkmal, die tun was. Ob Bad Hindelang das Ziel der CO2-Neutralität erreichen wird, im Rathaus ist man da zuversichtlich. CO2-neutral zu werden als Gemeinde ist ein ehrgeiziges Ziel. Klingt zunächst einmal, ja, ich denke, das muss man schon deutlich hinterfragen, aber in den Beratungen wurde deutlich erkennbar, dass das Ziel sicherlich erreichbar ist. Über die Umsetzung des Energiekonzepts soll das Energieteam wachen, damit Bad Hindelang 2030 auch wirklich CO2-neutral sein wird.